Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, bevor ich mit meinem kleinen Video kurz vor Weihnachten, beziehungsweise erstmal Heiligabend und dann Weihnachten, loslege, möchte ich euch einmal fragen, weil viele haben mich darüber schon informiert oder mir Bescheid gegeben. Ich weiß es allerdings auch selber, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das halt ändern kann, dass mein Video immer also auf links gedreht ist. Ne? Also ich keine Ahnung, ich habe mein Handy schon in sämtliche Richtungen positioniert. Ich habe in den Einstellungen geguckt, dass da irgendwie nichts eingestellt ist, dass das links herum oder seitenverkehrt ist. Wenn einer da Bescheid weiß und mir helfen kann, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare, damit ich mir das angucken kann, um das halt zu beheben. So, das dazu. Der FC ist jetzt im sogenannten Weihnachts- und Jahresendeurlaub, wie auch immer man das sagen möchte. Am 2. Januar geht es dann halt weiter, dann treffen sich die Jungs alle wieder. Leider Gottes müssen wir sagen, dass Jan-Uwe Thielmann mit einem Muskelfaserriss, als ich das nach dem Spiel halt herausgefunden hatte, ich hatte mich schon während des Testspiels gegen Meppen gefragt, sag, Thielmann jetzt wieder ausgewechselt oder was? Und ich habe aber gar nicht mitgekriegt, ob da einer reingekommen ist. Ich glaube, viele von euch haben das gar nicht so mitbekommen, dass Thielmann irgendwie vom Platz runter ist wahrscheinlich und dass wahrscheinlich auch gar keiner irgendwie neu wieder für ihn reinkam. Naja, ist auch völlig egal. Der Arme hat jetzt wirklich Muskelfaserriss, was ich befürchtet hatte. Und es wird jetzt halt berichtet, im schlimmsten Falle kann er 4 bis 6 Wochen ausfallen. Muss es aber nicht. Das kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie viele Fasern betroffen sind. Vereinzelte kleine Fasern heilen halt auch schneller. Gehen wir jetzt mal in eine andere Sportart, zum Beispiel American Football. Da haben Spieler unter der Woche auch irgendwie Muskelfaserriss, kriegen das aber irgendwie wieder hin, dass sie trotzdem am Wochenende dann irgendwie einsatzbereit sind und spielen können. Und jetzt kann man das vielleicht, der eine sagt wieder so, ja, aber beim Fußball läuft man eher mehr ständig schneller und häufiger als jetzt beim Football, weil dann gibt es ja wieder die Pausen. Ob du jetzt im Angriff spielst, in der Verteidigung spielst, dann kannst du dich ja wieder ausruhen. Ja gut, ist klar, aber wenn du vorgelaufen bist und der Muskel macht wieder zu oder Schmerz oder sowas, dann ist es halt auch wieder eingeschränkt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen halt echt befürchten, dass Thielmann zum Start am 21. Januar nicht unbedingt dabei ist. Also gegen Bremen glaube ich jetzt nicht. Gegen Bayern wird wahrscheinlich auch nicht, weil man da vielleicht kein Risiko eingehen will, was dann vielleicht auch in Ordnung ist. Aber vielleicht schafft es Thielmann ja dann beim Auswärtsspiel gegen Schalke zumindest wieder im Kader zu sein, um irgendwie als Einwechselspieler auf das Spiel positiv einwirken zu können. Ne? Ist natürlich bitter, weil Thielmann nach seiner wirklich starken Erkrankung und seinem Infekt, den kompletten Oktober und November gefühlt irgendwie da außer Gefecht gesetzt hatte, sah es jetzt wieder ganz gut aus, gerade gegen Reusrath, als er reinkam, beziehungsweise er hat ja gespielt gehabt, aber als er dann nachher auch von der halbrechten Position in den Sturm gewechselt ist und seine 3 Tore, das sah schon wieder echt gut aus und er hatte auch wieder Bock und alles. Klar, jetzt wird ihn das ein bisschen zurückwerfen, aber das ist kein Weltuntergang, diese Verletzung. Da haben wir so gesehen nochmal Glück im Unglück, kann man sagen, aber wir hatten, was die Hinrunde angeht, nur Pech, was diese Verletzung angehen. Es gibt sogar halt auch dafür auch eine Statistik und Tabelle. Die kenne ich natürlich schon seit Jahren, aber darauf wollte ich immer nicht so eingehen, weil jeder weiß das, wer bei uns gefehlt hat und dass wir deswegen halt auch nicht so stark besetzt waren und nicht so viele Möglichkeiten, Alternativen hatten in den Spielen. Aber es ist trotzdem schon beachtlich, dass die Jungs, die halt gespielt haben, weil sie größtenteils fit waren und trotzdem irgendwie völlig am Ende waren. Und wenn du jetzt mal andere Leute siehst, die ihre Saison halt auch hatten, ihre Hinrunde, dann jetzt vielleicht eine WM gespielt haben und schon wieder direkt ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Gut, das liegt an jedem Menschen selber. Ich glaube, so ein Skiri hätte bei uns auch liebend gerne halt sofort wieder weiter trainiert. Aber man hat gesagt, nein, jetzt nimmst du dir mal die Auszeit, bist bei deiner Familie. Und dann kommst du dann halt zum 2. Januar dann halt wieder. Aber von Mbappé halte ich menschlich nicht so viel, aber sportlich ist er natürlich eine absolute Granate. Ja, der hat jetzt schon wieder, der ist schon wieder in Paris und spielt Fußball. Ne? Und bei uns hat Skiri gefühlt irgendwie einen Monat wieder Pause. Ne? Aber gut,
geht jetzt hier nicht ums Skiri oder dass man irgendwie was schlecht sieht oder negativ sieht, sondern einfach darum, dass wir mit diesen vielen Ausfällen, dass wir das einfach nicht kompensieren konnten. Obwohl wir trotz alledem genug Chancen hatten, die Spiele, die wir ja mit Pech verloren haben oder zu Recht verloren haben, weil wir einfach scheiße waren. Wir hätten die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, auch weitermachen können. Hätten wir vorne die Bälle reingemacht, hätten wir trotzdem Punkte gewonnen. Oder auch die Spiele trotzdem noch gewonnen. Ne? Ja, wie gesagt, die Statistik besagt, dass wir tatsächlich mit 930 Tagen, wenn man alle Spieler zusammennimmt, die halt verletzt ausgefallen sind, auf Platz 3 sind. Das ist ja enorm. Wenn man mal sieht, wie jetzt Union, die am wenigsten betroffen waren, die irgendwie nur was mit 270 Tage hatten, das macht pro Schnitt irgendwie 9,1 Tage pro Spieler. Bei uns sind das pro Spieler 28 Tage. Lediglich Augsburg und die Dortmunder, die hat es am allerhärtesten getroffen. Die Augsburger, wenn man das jetzt auf jeden einzelnen Spieler münzt, sind das fast 40 Tage, wo ein Spieler dann halt fehlte, wenn er fehlte. Bei den Dortmundern ist das pro Spieler 32 Tage. Bei den Augsburgern sind das weit über 1200 Tage zusammengezählt und bei den Dortmundern auch nochmal, wie war das? Ja, irgendwie 1100 irgendwas, 1146 glaube ich. Und Union Berlin, die aber auch eine lange Hinrunde hatten durch die Euroleague, die haben nur, wie gesagt, irgendwas mit knapp unter 300 Tagen. Und die Frankfurter und die Freiburger kommen danach. Aufgrund dessen hatten die auch trotz der Doppelbelastung trotzdem in beiden Wettbewerben dann aber auch diesen großen Erfolg. Ne, wenn du dauerhaft mit dem ganzen Kader halt agieren kannst und spielen kannst, ohne dass da dauerhaft jemand irgendwie ausfällt oder wegbricht, und nicht nur für eine Woche, sondern für mehrere Wochen, dann macht das natürlich schon was mit dir. Ne? Sei es im positiven oder im negativen Sinne. Ja, wie gesagt, zu Thielmann und alle anderen, die verletzt sind und sich zurückkämpfen, wie Limnios, der auch gerne seine zweite Chance nutzen möchte. Wenn Keller und Co. sich daran halten, was sie vor einigen Wochen gesagt haben, dass sie Limnios eine zweite Chance geben, dann ist das im Grunde auch nochmal wie ein Neuzugang, muss man ja so sehen. Und wenn er so spielt, wie er eigentlich immer in der griechischen Nationalmannschaft gespielt hatte, oder halt auch zuletzt in Holland bei Twente, dann kann er für unser Spiel, so wie wir jetzt spielen, nicht unter Gisdol oder auch teilweise unter Funkel, weil darum ging es halt sicher stehen, dann natürlich vorne ein Tor machen und dann die Spiele gewinnen und jetzt halt nicht auf Teufel komm raus, hurra Fußball spielen, so wie es Baumgart gerne möchte, egal wie steht, egal wie scheiße wir spielen, egal wie offen wir sind, immer nach vorne, dann kann Limnios mit seinen Fähigkeiten, die er hat, uns tatsächlich helfen, wenn er die Chance nutzt, beziehungsweise wenn er die Chance dann tatsächlich bekommen sollte. Ähnlich jetzt auch wie Lemperle. Wir freuen uns jetzt alle, dass er wieder da ist und es sieht auch alles ganz gut aus, wie er jetzt gegen Reusrad und auch gegen Meppen agiert hat und gespielt hat. Gut, er hätte natürlich aus seinen gefühlt, wenn du beide Spiele zusammennimmst, aus seinen 10 Möglichkeiten oder sagen wir mal plus 5, die wirklich gut und gefährlich waren, hätte er ja mal 2-3 Tore schießen können. Ne? Gut, ist ihm jetzt noch nicht gelungen. Vielleicht klappt das dann halt gegen den HSV am 7. Januar oder am 14. dann gegen den belgischen Zweitligisten Beerschot VA. Keine Ahnung, wie die genau heißen, müsste ich mal nachgucken. Ansonsten, was gibt es sonst zu sagen? Wie gesagt, hoffentlich passiert den Jungs nichts, sei es dem Trainerteam oder den Spielern nichts über Weihnachten und Silvester, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, zu viel essen, eine Magenverstimmung bekommen oder beim hektischen Einkaufen fährt ihnen eine Oma nochmal irgendwie in die Hacken und der fällt irgendwie Monate aus. Ne? Kleiner Insider, wer weiß, was ich damit meine, gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Ansonsten kläre ich das dann irgendwann mal auf. Ja, gut. Das Jahr neigt sich zu Ende. Ich möchte mich jetzt hier abschließend nochmal bei euch allen, die mir zur Seite stehen und meine Videos geguckt haben, ob immer im Positiven oder auch mal im Negativen, das bleibt halt leider nicht aus. Wie gesagt, vielen lieben Dank für euren Support, für eure Unterstützung, für jeden Klick, egal ob positiv oder negativ, für jedes Kommentar oder jeden Kommentar, den ihr dagelassen habt, möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Ihr seid die Besten. Deswegen habe ich diesen Kanal gemacht, deswegen habe ich Videos angefangen über den 1. FC Köln online zu stellen, um meine Meinung zum FC und rundherum mit euch austauschen zu können. Und ich hoffe, dass das nächste kommende Jahr, mein zweites volles Jahr sozusagen, genauso erfolgreich wird. Oder was heißt erfolgreich?
einfach positiv schön wird, wie bislang. Ja, darüber freue ich mich enorm und ja, lasst es uns gemeinsam angehen. Fürs Erste wünsche ich jetzt euch aber ja, einen schönen heiligen Abend morgen und frohe Weihnachten. Lasst euch den Vogel oder das Gemüse, je nachdem, wer wie was isst, schmecken. Kleckern ist erlaubt und erwünscht. Ja, und ich denke mal, dass ich mich dann nach Weihnachten spätestens wieder melde. Mal gucken, was ich mir einfallen lasse, was ich dann mit euch bereden möchte. Und ja gut, dann kommt halt auch schon Silvester, der Jahresabschluss sozusagen. Und dann geht es aber auch wieder los am 2. Januar und dann für viele, wie für mich auch, dann gilt es kein Zurück mehr, keine Ausreden mehr, volle Pulle, vollen Angriff. Ja, hoffentlich mit keinen weiteren Verletzungen. Und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen, um halt auch in dieser Saison natürlich die Klasse zu halten. Denn nur darum geht es, mindestens 3 Teams hinter uns zu lassen. Und dann können wir diverse Altlasten, ne, ja, nett verabschieden. Beispielsweise Andersen oder halt auch ein Timo Horn, außer er würde jetzt hier für ein Abel und ein Ei verlängern, was er denn wahrscheinlich so sehen würde. Klar, er hat immer zum FC gestanden, ja. Aber das, was er bringt und das, was er gerne wahrscheinlich als Gehalt möchte, das ist halt einfach nicht mehr vereinbar. Und er kommt halt einfach auch nicht am Schwebe vorbei. Das müssen wir ganz einfach so sehen. Deswegen wird es da dann sehr wahrscheinlich auch einen Abflug geben. Und ja, gut, was jetzt diese ganze Kaderplanung angeht, darum geht es jetzt hier nicht. Ja, lasst es euch gut gehen. Und solltet ihr nochmal Zeit haben, euch zu melden, dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hören wir dann spätestens nach Weihnachten. Ja, bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Bis dann, tschüss.